So, nachdem wir den Vertrag über meine Memoiren gerade noch mal klar gemacht haben, freue ich mich jetzt ganz befreit, hier aufspielen zu können und Sie alle begrüßen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Professor Ziegler, wo ist er? Weg. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, wollte ich ihm noch hinterherrufen. Sehr geehrter Professor Pechliwanow, Glückwunsch zum 5. Geburtstag. Lieber Herr Kollege, lieber Freund Theodor Descarolis, schön, dass du hier bist und vielen Dank für deine sehr nachdenkliche und sehr tiefe Rede eben. Liebe Gäste aus Athen, liebe Freunde von der Stavros Niarchos Stiftung, mit der uns so viele gemeinsame Projekte verbinden. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde der deutsch-griechischen Beziehung. Ich darf sehr herzlich danken für die Einladung, heute Abend hier die 5. CEMOC Lecture zu halten. Und ich bin voller Ehrfurcht vor der beeindruckenden Liste der Vorredner. Skouris, Simtschik, Simitis. Jetzt sind Sie also mit Plötner beim Buchstaben P angekommen und irgendwann wird auch W und dann kommen deine Wolfgangs dran sein. Ich bin aber auch in Ehrfurcht vor dem hier heute Abend in diesem Saal versammelten deutsch-griechischen Sachverstand. Ich sehe viele bekannte Gesichter, die schon seit vielen Jahrzehnten an der deutsch-griechischen Sache arbeiten. Ich sehe viele Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, die prägenden Einfluss auf die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern hatten. Und insofern spreche ich hier gewissermaßen unter Aufsicht. Und später beim Glas Wein, bin ich sicher, wird der eine oder andere von Ihnen mir auf sehr behutsame Weise auf den einen oder anderen Fehler hinweisen, der sich hier eingeschlichen hat. So, hier rutscht alles. Ja, nicht so. Ich hatte, das ist mehrfach erwähnt worden, anderthalb Jahre lang jetzt das Privileg und die Freude, mich als deutscher Botschafter etwas intensiver mit meinem Gastland, mit Griechenland und mit den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu beschäftigen. Und um dies gleich zu Beginn vorwegzunehmen, ich ziehe nach dieser zugegebenerweise kurzen Zeit eine durchaus positive Bilanz. Mein Eindruck ist, dass es wahrscheinlich kein Land gibt, zu dem die Menschen in Griechenland eine engere Beziehung haben als zu Deutschland. Ab und zu, wenn ich mit Gruppen von griechischen Freunden oder Gesprächspartnern zusammensitze, dann werfe ich die Frage in den Raum, wer von Ihnen hat irgendwelche familiären Beziehungen zu Deutschland? Und regelmäßig ist es mindestens 2/3 aller Anwesenden, die sagen, jawohl, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester haben in Deutschland gelebt, gearbeitet, studiert oder sind mit einer Deutschen verheiratet. Das ist, glaube ich, außergewöhnlich und ich glaube, das gibt es in Griechenland zu keinem anderen Land. Aber auch andersrum hat Griechenland immer einen ganz besonderen Platz im Herzen der Deutschen. Angefangen mit den Philhellenen des 19. Jahrhunderts, die unzähligen Schulklassen an humanistischen Gymnasien, für die es ein antiker Sehnsuchtsort war, bis hin zu denen dieses Jahr wohl 4 Millionen deutschen Touristen, von denen du, Theodoros, schon gesprochen hast. Hinzu kommt, und wir sprechen hier an einer Universität, die unheimlich intensiven wissenschaftlichen Beziehungen, fakultätsübergreifend, aber gestatten Sie mir, dass ich als Jurist besonders auf die engen Beziehungen der Rechtswissenschaften beider Länder hinweise, die natürlich einen historischen Grund hat. All dies hat über die Jahrzehnte, man mag sagen Jahrhunderte, ein engmaschiges Netz an menschlichen Beziehungen gebildet und das ist nach meiner Überzeugung wohl der größte Schatz, den wir haben in unseren bilateralen Beziehungen. Und es ist gewiss auch
ein sehr solides Fundament. Und das ist also in a nutshell, um auf den Titel meines Vortrags Bezug zu nehmen, der Liebe-Teil. Jetzt kommen wir, bitte anschnallen, zum Achterbahn-Teil. Und der ergibt sich aus den Irrungen und Wirrungen der Geschichte. Und mein Eindruck ist, dass Griechenland auch in dieser Hinsicht, auch in dieser tragischen Hinsicht, sich selbst treu geblieben ist als europäischer Vorreiter. Es gibt, das ist mein Eindruck, kaum ein historisches Ereignis des dramatischen 19., des dramatischen 20. Jahrhunderts in der europäischen Geschichte, was nicht unmittelbar seinen Widerhall in Griechenland findet. Und immer wieder war es Deutschland, das dabei eine besonders wichtige Rolle gespielt hat. Wenn wir in diese Achterbahn also einsteigen gemeinsam, dann begegnen wir sehr schnell den Philhellenen, über die schon so wahnsinnig viel geschrieben und gesprochen worden ist, dass ich nur mit Ihnen ein Zitat teilen möchte, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist von dem Weltjournalisten Seewald, der mal geschrieben hat, Griechenland war für das Biedermeier, was Vietnam für die 68er-Generation war. Und damit umschreibt man, glaube ich, dieses Phänomen ganz gut. Und von den Philhellenen ist man auch sehr schnell bei der Ankunft von Prinz Otto von Bayern, von König Otto in Nafplion. Und ich glaube, wenig umstritten ist der Beitrag, den der Regentschaftsrat, den der König, den der Hof für die Staatswerdung Griechenlands geleistet hat. Die Rechtswissenschaften, das Bildungswesen, Militär, aber auch Botanik, das Reinheitsgebot für Bier, die Sternwarte in Athen, die ab 1858 von einem gewissen Julius Schmidt geleitet wurde. Jetzt fragen Sie sich alle, warum redet der jetzt von der Sternwarte und Julius Schmidt? Das hat einen einfachen Grund. Julius Schmidt stammt aus Eutin und aus Eutin stamme ich auch. Also viel wurde geleistet und trotzdem Dankbarkeit durfte Otto von seinen Untertanen nicht erwarten, denn fremder Herrscher bleibt fremder Herrscher. Und dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts überkreuzten sich in Griechenland zwei epochale Phänomene, der imperialistische Konkurrenzkampf der Großmächte einerseits und der aufstrebende Nationalismus, gerade auch auf dem Balkan andererseits. Der Erste Weltkrieg drohte die ja noch junge Nation zu zerreißen. Entente oder Mittelmächte, Venizelos oder König Konstantin, das war der innergesellschaftliche Frontverlauf und die Frage, wie man zum deutschen Kaiser stand, entzweite das Land. Über fiebrige Jahrzehnte, in denen Griechenland immer wieder das Verhältnis zum Deutschen Reich, ein wichtiger innenpolitischer und auch wirtschaftlicher Faktor war, kommen wir, es wurde bereits erwähnt, zum schwärzesten Moment unserer bilateralen Beziehung der deutschen Besatzung Griechenlands während des Zweiten Weltkriegs. Eine Besatzung, die wohl eine der unbarmherzigsten und auch blutigsten während des ganzen Krieges war. Ich muss in diesem Forum hier nicht länger erklären, welche Not und welche Verzweiflung Nazi-Deutschland über Griechenland gebracht hat. Distomo, Liniades, Kalavrita. Heute zählt man, glaube ich, 99 Märtyrergemeinden und es werden jährlich mehr. Mich hat, das will ich heute Abend mit Ihnen teilen, in den letzten anderthalb Jahren in Griechenland überrascht, wie präsent dieses Thema der deutschen Besatzung, wie öffentlich präsent es in Griechenland ist. Und ich versuche es zu verstehen und komme auf ein paar Erklärungsansätze. Auf den Zweiten Weltkrieg folgte in Griechenland, das wissen Sie,
ja nicht Aufbau und Aufarbeitung, sondern ein blutiger Bürgerkrieg. Dies und der aufziehende Kalte Krieg führten dazu, dass die deutschen Verbrechen in Griechenland damals kaum aufgearbeitet werden konnten. Fast will ich sagen, im Gegenteil, aus heutiger Sicht erstaunlich früh gab es Anknüpfung bilateraler Beziehungen. Bereits 1950 war der damalige stellvertretende griechische Ministerpräsident Georgios Papandreou schon in Bonn, um über Wirtschaftsaustausch zu sprechen. Und schon 1952 endete per Gesetz der Kriegszustand beider Länder, sicherlich auch im Blick auf zukünftige Bündnispartnerschaft innerhalb der NATO. Ein dichter Besuchsreigen stellte sich in den Anfang der 50er Jahre ein. Höhepunkt 1954 mit dem Besuch von Bundeskanzler Adenauer in Athen und Premierminister Pagagos in Bonn. Eine Vielzahl von Wirtschaftsabkommen wurde geschlossen und die noch junge Bundesrepublik unterstützte Athen wiederholt mit Aufbaukrediten. Das Gegenstand dieser Gespräche, leider muss ich sagen, auch immer das Bonner Drängen war, die Verfolgung deutscher Kriegsverbrecher doch der deutschen Justiz zu überlassen. Und dass dann so wenig in dieser Richtung geschah, ist etwas, was uns heute eigentlich nur mit Scham erfüllen kann. Ein zweiter Punkt in der Erklärung, warum dieses Thema heute in Griechenland so präsent ist, warum, was damals verdrängt, jetzt 2-3 Generationen später thematisiert werden muss, ist, glaube ich, die Reparationsthematik. Dieses Thema wurde zur Hochzeit der Finanz- und Wirtschaftskrise in Griechenland sehr prominent auf die politische Agenda gesetzt. Ein Sonderausschuss des griechischen Parlaments hat dazu einen umfangreichen Bericht erarbeitet, der nächstes Jahr im Parlament debattiert werden soll. Dass die Vergangenheit heute in Griechenland Konjunktur hat, das liegt nach Meinung vieler Beobachter also auch am politischen Gegenwartsdiskurs in Griechenland. Ein dritter Punkt, denke ich, ist einer, der uns Deutsche betrifft. Eine Frage, die wir uns stellen müssen: Wissen wir auch heute genug über das Wüten der Wehrmacht in Griechenland, über das Leid der Zivilbevölkerung? Wenige genug kennen in Deutschland Oradour, aber wer weiß um das Schicksal Distomos? Es hat in der Vergangenheit immer wieder bewundernswerte Initiativen aus Deutschland gegeben, aber im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit scheint mir dieses Kapitel zu lange abwesend gewesen zu sein. Und deswegen freue ich mich, dass dies sich in den letzten Jahren begonnen hat zu ändern. Mit dem 2014 eingerichteten Zukunftsfonds der Bundesregierung fördern wir zahlreiche Projekte eben des Erinnerns. Zum Beispiel Filme wie Der Balkon über das Schicksal des Ortes Liniades, Übersetzungen wie die Biografie des Distomo-Überlebenden Svonturis oder das Zeitzeugenprojekt, welches dieses Jahr hier in der Topographie des Terrors in Berlin eröffnet worden ist. Meine Damen und Herren, das sind ein paar Elemente, mit denen ich mir versuche zu erklären, warum sich in Griechenland heute mit neuer Intensität mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt wird. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein Wort zur Reparationsfrage sagen. Ich will diesem Thema, diesem schwierigen Thema, nicht ausweichen. Es gibt hier, das ist Ihnen bekannt, unterschiedliche juristische Standpunkte
zwischen der deutschen und der griechischen Regierung. Aus deutscher Sicht ist die abschließende Klärung dieser Frage ja ein ganz grundsätzlicher Sachverhalt, der ja nicht nur Griechenland, sondern zum Beispiel auch Polen betrifft. Mir ist wichtig, dass auch wenn wir in dieser juristischen Frage jetzt nicht weiterkommen, eines doch klar ist. Mir ist wichtig, dass die Menschen in Griechenland wissen, dass sich Deutschland zu seiner moralischen Verantwortung für die Besatzungsverbrechen und die Besatzungszeit bekennt. Und dass dies nicht nur ein Textbaustein für Sonntagsreden ist, sondern dass diese moralische Verantwortung auch konkretes Handeln bedingt. Zum Beispiel, dass wir aktiv dazu beitragen, die Erinnerung an die Opfer aufrechtzuerhalten. Und ich erwähnte bereits die wichtige Arbeit des Zukunftsfonds in diesem Zusammenhang. Aber auch, dass wir heute Unrecht Unrecht nennen, dass wir Verbrechen Verbrechen nennen und dass wir es nicht versuchen, mit Beamtensprache wegzuschwurbeln. Und schließlich, dass Bundespräsident Gauck 2014, dass Bundespräsident Steinmeier 2018 in Griechenland die moralische Verantwortung annehmen und das griechische Volk um Verzeihung bitten. Meine Damen und Herren, nach diesem Tiefpunkt, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ging es, davon war bereits die Rede, schnell wieder rasant voran in den Beziehungen und 1960 führte die intensive Wiederannäherung beider Länder zum Abschluss des sogenannten Anwerbeabkommens, welche die Grundlage für massive Aufwanderung vieler junger Griechen nach Deutschland war. Verlässliche Schätzungen, konservative Schätzungen gehen von über 600.000 Zuwanderern aus. Und ab 1967 mischten sich unter die Arbeitssuchenden immer mehr Griechen, die vor der Diktatur der Obristen flüchteten. Deutschland war in diesen sieben schwarzen Jahren nicht wie etwa Frankreich in erster Linie Zufluchtsort für prominente Intellektuelle, Politiker oder Künstler, aber über die große Anzahl an sogenannten Gastarbeitern in den Betrieben, über die wachsende Zahl von Studenten an den Universitäten nahmen in Deutschland weite Bevölkerungskreise an der Entwicklung in Griechenland Anteil und es erstand vielerorts ein pro-griechisches Milieu der Unterstützung, der Solidarität. Und auch andersherum begegne ich in Griechenland immer wieder eindrucksvollen Berichten, wie deutsche Unterstützung in Griechenland in diesen schwierigen Jahren wertgeschätzt wurde. Die Sendungen der Deutschen Welle, die Arbeit des Goethe-Instituts unter schwierigen Bedingungen, all das war für die Menschen insgesamt, vor allen Dingen natürlich für die verbleibende Opposition wichtig. Deutsche Intellektuelle und Schriftsteller solidarisierten sich auf ja zum Teil spektakuläre Weise mit den Menschen in Griechenland und insbesondere mit den Opfern der Militärdiktatur. Berühmt ist die Rede gegen die Gewöhnung von Günter Grass auf Einladung des Goethe-Instituts im Mai 1972. Und die deutsche Botschaft war damals vorsichtshalber nur mit dem Kulturreferenten bei der Veranstaltung präsent und notierte in einem Drahtbericht nach Bonn, der Vortrag wurde des Öfteren von starken und spontanen Beifallsbekundungen unterbrochen und er wurde anhaltend, als er, Grass, zum Schluss der Rede die beiden verurteilten Widerstandskämpfer, Professor Mangakis und Babis Protopappas, herzlich grüßte. Und so erschien es nur konsequent, dass es eine Maschine der Bundeswehr war,
die einige Monate nach der Rede von Günter Grass das Ehepaar Mangakis aus Athen ins deutsche Exil flog. Unserem Vorgänger Herrn Limburg ist, das wissen viele von Ihnen, diese Aktion nicht so gut bekommen und er musste seine Koffer packen und das schöne Athen, auch unter Obristenzeit, schöne Athen, verlassen. Man könnte an dieser Stelle auch noch den furiosen Auftritt des damaligen PEN-Präsidenten Heinrich Böll erwähnen, im selben Jahr. Einige von Ihnen wissen es vielleicht, er erfuhr ja anlässlich dieses Besuches in Athen, im Ballsaal des Hotel Grand Bretagne, von der Verleihung des Literatur-Nobelpreises an ihn, sodass für ihn Athen eine ganz besondere Bedeutung auch über diese Zeit hinaus behalten sollte. Und vielleicht als Letztes noch zu erwähnen, als Beispiel für diese Solidarität, die es gab, der unermüdliche Günter Wallraff mit seinen spektakulären Aktionen, ihn auch 74 war es, glaube ich, ja, auf den Syntagma-Platz führte, wo er sich an einen Laternenpfahl ankettete und dann relativ lange der Polizei geheim hielt, dass er deutscher Staatsangehöriger war. Aber als dann die Folter begann, hat er dann doch zu erkennen gegeben, woher er kommt. Meine Damen und Herren, nach dem Ende dieser 7 schwarzen Jahre, nach dem Ende der Diktatur, begann eine rasante Aufholjagd des Landes in Richtung Europäische Gemeinschaft, die 1981 in den Beitritt mündete. Und wenn wir über das besonders Deutsche hier in der bewegten Geschichte Griechenlands sprechen, dann muss man in diesem Zusammenhang, denke ich, auch die Freundschaft und das Vertrauensverhältnis zwischen Helmut Schmidt und Premierminister Karamanlis sprechen, was eine wichtige Rolle spielte. Helmut Schmidt, das wissen wir alle, war ja jemand, der durch und durch ökonomisch argumentierte, aber im Fall des Beitritts von Griechenland argumentierte er vor allen Dingen politisch und setzte sich durch gegen eine veröffentlichte Meinung, die damals sehr kritisch eingestellt war. Die Erweiterung der EG um Griechenland sei, so schrieb unser Berliner Tagesspiegel, wirtschaftlich ein Unding. Oder, ich zitiere, die Steuerzahler müssen mit einem erheblichen Preis für die Erweiterung rechnen, unkte die Welt. Und im Spiegel stand zu lesen, die EG-Unterhändler hätten ihre Dossiers lesen sollen, dort hätten sie entnehmen können, was sie vorher hätten wissen müssen, Griechenland ist Italien minus Mailand. Zudem wähnte man die Europäische Gemeinschaft ohnehin in einer Krise und die Zeit polemisierte, ein Verein von Fußkranken, der um seinen Aufstieg in die erste Liga kämpft. Das war also die veröffentlichte Meinung, gegen die sich die Bundesregierung damals durchzusetzen hatte. Und in der Tat, wenn man in das Archiv des politischen Amtes, Auswärtigen Amtes schaut, dann findet man dort in den Texten meines Mutterhauses eine Begründung, die folgendermaßen lautet, ich zitiere, eine Teilung Europas in einen Block meist größerer, politisch und wirtschaftlich bedeutender Länder und eine Gruppe kleinerer, politisch und wirtschaftlich schwächerer europäischer Nationen müsse auf Dauer zu ernsten Belastungen für die Beziehungen zu den betroffenen Staaten führen. Die unvermeidlichen, ich zitiere weiter, Belastungen sind durch die Verhandlungsprozedur und durch geeignete Übergangslösungen in Grenzen zu halten. Abschließend der entscheidende Gesichtspunkt, der es verbietet, den griechischen Beitrittsantrag abzulehnen, ist die Unteilbarkeit des freien Europas. Ich zitiere das etwas ausführlicher heute Abend, weil einem doch so manches Argument und so manche Diktion aus der Diskussion um die Rettungsprogramme für Griechenland, aber auch aus der Diskussion um zukünftige EU-Beitritte weiterer Länder bekannt vorkommt. Meine Damen und Herren, ich
frage oft griechische Freunde, wie war denn das damals so in der Zeit vor und nach Olympia, was für eine Stimmung herrschte denn da im Land? Und viele sagen mir, das war eine goldene Epoche, eine Periode des Wachstums, wo viele Menschen auch einen persönlichen Wohlstandsgewinn für sich verbuchen konnten. 2008, ein Jahr, was noch so manche Überraschungen bringen sollte, aber zu Beginn des Jahres 2008 gehörte Griechenland zu den 40 reichsten Ländern der Welt und stand auf Platz 26 des Human Development Indexes. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen betrug mehr als 32.000 US-Dollar. Und wenn ich die Erzählung meiner griechischen Gesprächspartner richtig in Erinnerung habe, dann waren die Olympischen Spiele 2004 und die Europameisterschaft im Juli desselben Jahres sowas wie die emotionalen Höhepunkte dieser Zeit. Ja, es gab auch dort warnende Stimmen, es gab Hinweise auf den hohen Anteil inländischen Konsums auf Pump, auf schwache, zum Teil dysfunktionale Institutionen, aber wir alle, wir wissen um das Schicksal des Propheten im eigenen Land. Die Landung sollte überaus unsanft sein und sie führt uns in die jüngste Vergangenheit unserer bilateralen Beziehung. Die von den USA 2008 ausgehende Subprime-Krise erfasste die Welt, den Euroraum und mit nur leichter Verzögerung, aber dann voller Wucht auch Griechenland. Im Laufe des eben schon genannten Jahres 2008 schoss der Spread, also die Differenz zwischen griechischen und deutschen Staatsanleihen, von nur 35 Basispunkten auf 380, er verzehnfachte sich. Und in dem Jahr der Höhepunkt der Krise, dem ersten Höhepunkt zumindest der Krise, 2010, lag der Spread bei sagenhaften 1280 Zählern. Ich will hier heute Abend nicht auf die tieferen inneren Ursachen für den Crash in Griechenland eingehen und ich möchte auch nicht in eine Exegese der drei sukzessiven Strukturprogramme für Griechenland, die zuerst von der Troika und dann etwas euphemistischer von den Institutionen überwacht sind, eingehen. Aber eines ist, glaube ich, uns allen klar, der Höhepunkt der Wirtschaftskrise war zugleich ein neuer Tiefpunkt der deutsch-griechischen Beziehung. Und ich versuche zu verstehen, warum war das so? Die Wirtschaftskrise war ja keine deutsch-griechische Krise. Wie konnte es sein, dass eine amerikanische Krise, die global wurde und dann europäisch und dann griechisch, so unser bilaterales Verhältnis belastete? Und ich stelle mir die Frage, wäre diese Bilateralisierung vermeidbar gewesen? Lassen Sie mich dazu ein paar Gedanken mit Ihnen teilen. Als größte Volkswirtschaft der Eurozone stand und steht auch heute noch Deutschland naturgemäß besonders im Fokus und besonders unter Beobachtung. Ich habe allerdings in Athen oft erlebt, dass man uns zu viel zutraute, dass man dachte und denkt, dass ein Fingerzeig, ein Wink des deutschen Finanzministers reicht, um die ganze Eurogruppe auf Linie zu bringen. Ich glaube, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind, wenn wir dem entgegenhalten, das ist mitnichten so. Dennoch führte es dazu, dass die mit Athen vereinbarten Konsolidierungs- und Reformprogramme nicht Brüssel zugeschrieben wurden, sondern weitgehend Berlin, als Berliner Diktat gebrandmarkt und von vielen Menschen wohl auch tatsächlich
so empfunden wurden. Ein weiterer Faktor lag gewiss auch in der, wie soll ich sagen, herrschenden ökonomischen Lehre in den verschiedenen Ländern der Eurozone. Und da waren sicherlich die Finanz- und wirtschaftspolitische Denke in Deutschland jetzt den Zuständen in Griechenland besonders fremd, fremder vielleicht, als es Ökonomen in Rom oder Paris empfanden. Aber diese beiden ja fast unabwendbaren Faktoren, sie hatten, und mein griechischer Kollege hat bereits zu Recht darauf hingewiesen, diese beiden unabwendbaren Faktoren, sie hatten einen Brandbeschleuniger. Und dieser Brandbeschleuniger, das waren Teile der deutschen Medien. Und ich muss es uns antun, nochmal ein paar der Schlagzeilen in Erinnerung zu rufen. Im April 2010, ich zitiere, Tschüss Euro, Bild gibt dem Pleitegriechen die Drachmen zurück. Zitat Ende. Hinweis auf eine besonders geschmacklose Aktion eines deutschen Journalisten auf dem Ormoniaplatz in Athen. Dasselbe Jahr 2010 im Oktober, verkauft doch eure Inseln, ihr Pleitegriechen und die Akropolis gleich mit. Der zweite Höhepunkt der Krise 2015, nein, keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen. Das war Teil einer Selfie-Kampagne der Bild-Zeitung, für die das Blatt übrigens vom Deutschen Presserat förmlich gerügt worden ist. Häufig wird in diesem Zusammenhang auf die ebenfalls inakzeptablen griechischen Medienberichte hingewiesen, die die Bundeskanzlerin oder den ein oder anderen Wolfgang in Nazi-Uniformen etwa zeigten. So verabscheuenswürdig das sein mag, so denke ich, dass man das nicht mit einer Elle messen kann. Die Häme, die den notleidenden Menschen in Griechenland aus Teilen der deutschen Medien entgegenschlug und die ja in Griechenland intensiv rezipiert wurde, die war schon von besonderer Niedertracht, und im Französischen gibt es das schöne Sprichwort «Ne tirez pas sur l'ambulance», man schießt nicht auf Krankenwagen, und hier wurde journalistisch massiv auf Krankenwagen geschossen. Ein letzter Faktor der Bilateralisierung der Wirtschaftskrise scheint mir im Verhältnis unserer griechischen Freunde zu Deutschland zu liegen. Aus vielen Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass die in der Gesamtschau ja wirklich sehr positive Entwicklung unserer Beziehung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dazu geführt hat, dass viele Griechen bereit waren, die schmerzhafte Besatzungszeit gewissermaßen in Klammern zu setzen. Sie nicht zu vergessen, aber ihr keine prägende Kraft über das Bild unseres Landes, über das Bild Deutschlands zu geben. Und als dann die Krise kam, und so mancher deutsche Politiker in Zuchtmeisterallüre transportiert wurde durch die Medien, als man mit dieser eben erwähnten Häme konfrontiert war, da wurde dieses in Klammern setzen in Frage gestellt. Sind die Deutschen vielleicht doch ganz anders, als ich es mir zurechtgelegt habe? Diese Frage habe ich häufiger gehört. Meine Damen und Herren, im Ergebnis komme ich zu dem Schluss, dass eine gewisse Beeinträchtigung, auch eine ernste Beeinträchtigung unserer Beziehung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise letztlich unvermeidbar war. Aber das ganze Ausmaß und die tiefen Verletzungen, die wären sehr wohl vermeidbar gewesen. Aber das bringt uns jetzt
in die Gegenwart. Und die Frage, wie gehen wir heute mit dieser Geschichte, wie gehen wir heute mit dieser Achterbahn der Gefühle um? Und hier will ich zum Schluss nur ganz kurz drei Gedanken anreißen. Wie gehen wir um? Miteinander erstens behutsam. Wir sind nicht gleich und wir sollten es auch nicht werden. Das gilt für Deutsche und Griechen, das gilt für alle Völker der EU. Aber wir müssen einander besser zuhören. Ich bin in meiner tagtäglichen Arbeit immer wieder überrascht, wie trotz der, gerade in der EU, unzähligen persönlichen Begegnungen unseres politischen Spitzenpersonals, wie viele Pannen doch auf Fehler, auf fehlendes Verständnis, auf Missverständnisse zurückzuführen sind. Also besser zuhören. Zweitens, wir Deutschen tun meines Erachtens gut daran, und übrigens nicht nur gegenüber Griechenland, uns etwas zurückzunehmen. Wir haben in Europa heute viele Freunde, Gott sei Dank. Aber das historische Grunddilemma der Mittellage unseres Landes in Europa hat sich dadurch nicht allein und erst recht nicht auf Dauer erledigt. Die Antwort, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg auf dieses Dilemma gegeben wurde, Westbindung und europäische Integration, ich bin überzeugt, sie hat auch heute nichts von ihrer Relevanz und Bedeutung verloren. Sie bleibt aktuell und sie erfordert von uns Deutschen eben etwas mehr als von den anderen EU-Partnern einen aktiven Beitrag zum europäischen Ausgleich und zur europäischen Integration. Und drittens, und damit bin ich jetzt in meinem beruflichen Alltag gelandet, müssen wir, dürfen wir, sollen wir, ohne die Vergangenheit zu vergessen, heute gemeinsam den Blick nach vorne richten, gerade auch mit Griechenland, und neue Bereiche der Kooperation identifizieren. Hier bin ich, das wird Sie nicht überraschen, optimistisch. Das deutsch-griechische Jugendwerk kommt dank tätiger Mithilfe unserer beiden Staatsoberhäupter gut voran. In der Forschungskooperation haben wir neue Bereiche der Zusammenarbeit identifiziert und Griechenland ist das einzige Land innerhalb der EU, mit dem wir ein bilaterales Forschungsabkommen haben. In der Wirtschaft sind, und das wollen wir auch bleiben, sind wir Griechenlands größter und wichtigster Handelspartner und wir sind in letzter Zeit recht erfolgreich darin, auch neue Bereiche der Wirtschaftskooperation, etwa den Energiesektor, den Sektor erneuerbarer Energien zu entdecken. Kurzum, das sind die Aufgaben, vor denen wir heute am Ende dieser Achterbahnfahrt stehen. So wie sich unser Kontinent in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und so wie die politische Konjunktur heutzutage ist, fürchte ich, darf keiner von uns aus dieser Achterbahn aussteigen, sondern die Fahrt geht weiter. Aber ich wünsche mir, dass zumindest was das Deutsch-Griechische angeht, was die Beziehung zwischen unseren beiden Ländern angeht, es mehr Liebe als Loopings in Zukunft gibt. Ich danke Ihnen sehr herzlich.